Was siehst du? Eine Kugel? Ein Kreis? Ein Ring? Oder unendlich viele Ecken? What? Geometriestunde. Oft liegt der Schlüssel im Detail. Die Summe unserer kleinsten Handlungen verändert Großes. Philosophiestunde. Ein Beispiel. Wir machen Autos, weiß ja jeder. Viele Autos, gute Autos auf der ganzen Welt. Der Teufel im Detail? Autos sind gut, aber nicht zwangsläufig immer gut für die Umwelt. Das Gute? Wir kennen unsere Verantwortung. Und das Beste? Wir können etwas tun. Unsere Branche ist im Wandel. Angetrieben durch Digitalisierung, Urbanisierung und vor allem Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit, bedeutet neue Herausforderungen. Besonders im Umweltschutz. Wie meistern wir die? Wir versuchen, unseren ökologischen Fußabdruck immer weiter zu reduzieren. Von Schuhgröße 43 auf vielleicht 40, dann auf 38 Damenschuhe und irgendwann auf Kindergröße. Die Vision ist, unsere guten Autos an all unseren Standorten CO2-neutral und abwasserfrei herzustellen. Wie wir das angehen? Hier die Details. Am Hauptstandort Ingolstadt reduzieren wir den Frischwasserverbrauch durch einen, Achtung Zungenbrecher, Membranbelebungsreaktor um bis zu 500.000 Kubikmeter jährlich. Bis zu 50% des dort entstehenden Abwassers kreiselt also schon. Was kann das Teil genau? Das Abwasser wird so aufbereitet, dass es als Betriebswasser wieder eingesetzt werden kann. Zusätzlich haben wir in Ingolstadt sozusagen eine Regentonne im XXXXL-Format. Auf 450.000 Quadratmetern wird in unterirdischen Zisternen Regenwasser im großen Stil gesammelt und in der Produktion eingesetzt. In Mexiko machen wir es so ähnlich, aber anders. Hier tragen wir zur Regeneration des entnommenen Grundwassers bei, indem wir Gruben buddeln und Bäume pflanzen. 25.000 Gruben, 100.000 Bäume. Olé! Bleiben wir beim Thema Wasser. Wasser ist grün, aber unsichtbar und versorgt ganze Werke mit Energie. Wir arbeiten mit Grünstrom. In Ingolstadt zum Beispiel zu 100% aus Wasserkraft. Zusätzlich nutzen wir das Abfallprodukt Wärme benachbarter Industrie. Andernorts geht's auch heiß her. Über 100 Grad warmes Wasser im Erdinneren sorgt in Gjör für kuschelige Temperaturen und deckt 60% der benötigten Wärme CO2-neutral ab. Was noch? Wir haben eigene PV-Anlagen, die sich auf einer Fläche von insgesamt 80.000 Quadratmeter Sonnen klimaneutralen Strom erzeugen und so buchstäblich 1.000 tonnenweise CO2 einsparen. Noch mehr? Beziehungsweise noch weniger? Wir sparen massenweise CO2 durch eine eigene KWKK-Anlage. Kraft-Wärme-Kälte-Koppeln. Alles klar? Spart 17.000 Tonnen Treibhausgas im Jahr in Ingolstadt. Das geniale Gerät. Wie es funktioniert? Schnappt ihr doch ein Lexikon. Weiter. Noch weniger. Was ist grün, hat ein paar tausend PS und pendelt. Die grünen Züge fahren mit 100% einheimischem Ökostrom und machen unsere Logistik auf der Schiene in Deutschland komplett CO2-frei. Damit sind wir unter Deutschlands Unternehmen die Pioniere auf den Gleisen. Kommen wir von weniger ist mehr zu mehr ist mehr. Erhalt der Biodiversität und Artenschutz, auch das hat sich Audi zur Aufgabe gemacht. Auch hier ein paar Details, was genau wir tun, angefangen beim Kleinsten. Wir haben Bienen. Nicht wegen des leckeren Honigs, sondern um zu forschen. Um über sie zu lernen. Um von ihnen zu lernen. Bionik. Stichwort Arten. Was reimt sich auf Garten? Okay, zu flach. So flach wie unser Garten. Hey, streng dich mal an jetzt! Entschuldigung. Bei uns wird nicht einfach alles zubetoniert, sondern wir versuchen die Vielfalt, die Biodiversität zu fördern, indem wir Grünflächen sich selbst überlassen oder Dachflächen begrünen. Hier darf alles Heimische wachsen und gedeihen und summen und brummen. Ist auch ein bisschen was fürs Auge. Und wir tun noch mehr als nur nicht Rasenmähen. Pro Standort wird ein kompletter Eichenwald angelegt. So wird Landschaft gestaltet, der CO2-Fußabdruck gemindert und wir betreiben dort Klimafolgenforschung und dann umarmen wir die Bäume. Hä? Spaß. Wir umarmen sie natürlich nicht. Aber worum geht es uns bei all diesen Maßnahmen bis ins kleinste Detail? Keine Ahnung. Wenn ich nichts weiß, male ich einen Kreis. Lauf. Wir versuchen, unser gesamtes Wirtschaften, Umweltmanagement und Ressourcenmanagement so zu gestalten, dass wir nicht linear denken, sondern in Kreisläufen. In Wiederverwertung von Ressourcen, auch wenn man dafür manchmal um unendlich viele Ecken denken muss. Was siehst du jetzt? Ein Rad? Ein Kuchen? Wir sehen viele Maßnahmen und Projekte, die zusammen etwas bewirken können. Auch wenn das wiederum nur ein kleiner Teil, ein Detail von etwas viel, viel Größerem ist, leisten wir gerne unseren Beitrag. Denn wir kennen unsere Verantwortung. Und das Beste?
Wir können etwas verändern. Und das Allerbeste, wir tun es bereits.